So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Nachdem wir letztens ja den Cliff erhangen haben, beziehungsweise sich das Handy aufgehangen hat komplett, immer so rumgespackt hat, weil es so geregnet hat, ist heute richtig gutes Wetter, will man mal sagen. Deswegen wieder kurze Hose am Start, darf nicht fehlen. Wir laufen jetzt mal hier vor, suchen uns den nächsten Rocket Stop, denn mir fehlt noch ein mysteriöses Teil, Komponente, wie auch immer. Dann haben wir 6 Stück zusammen und dann suchen wir mal Sierra oder Alo. Ich hoffe, ich sehe nicht schon wieder Cliff. Ich gucke einfach, bis ich eins von den anderen finde. Und hier vorne sind gleich 2. Ich hoffe, der wartet auch auf mich. An der schwebenden Schere, der Friseursalon. Da gehen wir hin und machen einen Cut. So, da sind wir auch angekommen. Hierbei möchte ich auch nochmal auf die GoTool-App verweisen, jeden Moment, wenn wir wissen, welcher... Ah, eine Frau. Hätte ja jetzt auch der Elektrosatz sein können, mir fehlt nämlich noch ein Voldilam. Diese Gewässer sind trügerisch. Und wenn ihr mal gar nicht wisst, was ihr nehmen sollt, könnt ihr nämlich in die GoTool-App gucken. Das empfehle ich jedes Mal sowieso, die GoTool-App. Denn da sind auch alle Sätze aufgelistet, was ihr am besten für Pokémon nehmt. Wir können jetzt mal gucken. Gewässer sind trügerisch, ist hier der letzte, trügerisch, ist hier der letzte Satz. Da am besten empfohlen also ein Shelterang oder wie das heißt, mit Pflanzenmoves oder Raikou mit Elektro, alle möglichen drum und dran. Ich nehme immer, was nehme ich denn? Wasser, Wasser, Wasser. Ja, ich glaube, ich nehme eigentlich immer Zapdos und Raikou. Oder? Nee, ich nehme immer, das ist hier gar nicht aufgelistet. Ich zeige euch einfach, was ich nehme und dann wisst ihr ja auch Bescheid. Dazu gehe ich jetzt aber mal hier rein, kämpfen. Ich hoffe, ich irre mich jetzt auch nicht. Ich stelle euch mal wieder hier ab. So, ganz klein gehalten. Obwohl, das ist ja jetzt tot, weil ich da gerade mit gekämpft habe. Ich muss also noch mal raus. Ich muss mal kurz hier heilen. Nein, warum? Jetzt ist der Rocket Stop weg. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Aber da ist ja auch schon der nächste. An den kommen wir zum Glück auch hier ran. Ich drehe den einfach mal. Und wir haben... Hey du, diese Gewässer sind trügerisch. Nein, nicht zurück, sonst hau die wieder ab. So, nehmen wir einfach den. Habe ich den eben gedreht? War das der? Verstehe ich nicht. Nee, es war doch der erste, oder? Ich nehme auf jeden Fall immer, wenn Wasser da ist, nehme ich meistens Pflanze. Gebe ich hier mal Pflanze ein, nehme hier das rosa Rade, nehme noch irgendwas Sinnloses mit hinten rein. Das kommt meistens eh nicht zum Schuss, zum Zug, besser gesagt. Und dann knall ich da mit rosa Rade drauf. Das rotzt eigentlich immer alles gut weg. So. Da braucht man auch keinen Auflademove eigentlich, denn bis der voll ist, ist ja eh schon alles tot. Beim dritten setze ich den dann meistens ein. Das erste und zweite, das geht so locker mit dem Quick Move immer weg. Ungültiges Update beim Go Rocket Stop. Was ist jetzt schon wieder los, Mann? Die Stress sind schon wieder rum, wo sie nur können. Nein, jetzt sind auch noch 3 Blätter abgehauen. Trotzdem sehr effektiv und wir sollten das noch schaffen. So. Und ich hoffe, das passt jetzt. Was auch immer das mit dem Update war, eben im Hintergrund. Drücken wir fix durch. Haben Sternenstau. Mysteriöses Teil. Das müsste jetzt also das 6. sein. Und. Ah, mach doch hin, Junge. Kann man da nicht überspringen. Wir fangen noch das Hydropi. Okay. Zack. Großartig. 1, 2, 3. Boom! Euch nehme mal wieder auf die Hand. Wir können das Hydropi auch mal kurz bewerten. Oh, das sieht eigentlich gut aus. Der zweite Wert passt halt nicht, sonst hätte es ein 100er sein können. Da müsste jetzt auch das 6. Teil kommen. Teile zusammenfügen, ihr kennt das ja. Und jetzt hoffen wir, dass irgendwo Sierra oder Alo verfügbar ist. Drücken mal hier drauf. Und sehen, dass da einiges in der Umgebung ist. Wir checken das kurz ab, laufen dahin und melden uns dann, wenn wir Sierra oder Alo gefunden haben. So, wie ihr seht, laufen wir jetzt mal hier hoch.
Und das Bild spackt einfach nur extrem durch die Gegend. Hui! Wo wollt ihr lang? Ja, da kriegt ihr schön einen Drehwurm. Wir laufen immer jetzt hier Richtung Norden. Da müsste gleich einer vor uns auftauchen. Und hoffen, dass das kein Cliff ist. Und es ist ein Cliff. Guckt, wie er da steht. Das sagt schon alles. Der steht schon länger. Also laufen wir weiter. Denn genau oben drüber müsste der nächste sein. Vielleicht ist das ja Arlo oder Sierra. Wenn nicht, haben wir links noch was. Der Ramses schnauft schon wieder. Und keine Sorge, das ist nicht nur, weil ich so dick bin, sondern auch noch, weil ich Asthma habe. Deswegen ist Bewegung immer das Beste. Vor allem, wenn man beim Reden läuft. Lauft ihr auch immer beim Reden? Nee, andersrum. Redet ihr immer beim Laufen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir gehen zurück und haben, ja, das steht nicht so komisch da, ist also ein Arlo. Den drehen wir gleich mal. Bereite dich auf eine Welt voller Schmerzen vor. Gut, den nehmen wir jetzt mal. Nein, mein Itembeutel ist voll. Ich will doch den Einhaltstein bekommen. Stellt euch mal auf die Mauer. Wir haben ja hier genügend Auswahl. Da ist auch noch eine Bank, ne? Könnt ihr euch setzen und in Ruhe die Rocket Rüpel verprügeln. Vom Setzen aber erstmal den Fuß auf die Bank stellen. So viel dazu mit dem Cheaten. Wir haben nämlich hier also nochmal eine Übersicht gegen Arlo. Der hat also ein Sichlor und irgendwas Behindertes. Und zum Schluss kommen vielleicht noch ein paar Drachen. Also am besten Gesteins- und Eisattacken. Zwischendurch vielleicht auch Feuer. Je nachdem, was der also hat. Gestein und Eis. Da habe ich aber eine gute Idee. Beziehungsweise einen kleinen Tipp. Ich habe mir nämlich meinen Regirock, was ich habe, mein 98er, was ich damals hochgezogen habe, habe ich geändert auf Zielschuss, womit man ganz schnell also den Lademove voll bekommt. Und ich sehe, es ist schon wieder tot. Also nochmal zurück, Regirock suchen. So, wir sind nochmal zurück. Jetzt habe ich es aber wirklich. Jetzt habe ich hier das Regirock, möchte ich nämlich reinpacken. Das lockt nämlich erstmal ganz chillig die Schilde von Arlo raus und es greift trotzdem auch mit Gestein an, was ja eigentlich vernünftig ist. Was war am Ende jetzt? Jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Ich glaube Eis. Da gönnen wir uns also noch ein Mammutel oder zwei. Gönnen uns zwei Mammutel hinterher. Wunderbar. Boss Arlo, ab geht's. Auf geht's, drei Tage wach, Bruder. Und jetzt passt mal auf, wenn ihr Zielschuss auf Regirock gebt, wie heftig schnell dann die Attacke voll wird, die ihr dann trotzdem immer gleich einsetzen könnt. So. Eigentlich braucht man hier gar nichts drücken. Er setzt ja eh sein Schild ein. Abgewehrt, wir wussten es schon. Jetzt müssen wir uns beeilen. Da verbrauchen wir unsere halt auch mal. Wichtig ist nur, dass denen seine Schilde auch fort sind und wir dann effektiv gegen ihn weitermachen können. Komm, hier, Zielschuss, den haust du nochmal raus. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, einen dritten zu machen und mit dem hässlichen Regirock das Sichlor zu besiegen, indem wir dann auch mal eine Steinkante draufballern. Er muss dazu nur nochmal seinen Charge-Move voll haben. Hat er gleich. Super, es kommt auch nicht nochmal dran. Jetzt kann man sich mal mehr Mühe geben hier mit dem Vision. Und einfach fabelhaft, bam, sehr effektiv. Ihr seht also, selbst Regirock ist eigentlich richtig genial. Jetzt natürlich nicht mehr. Aber wir haben es nochmal geschafft, den Charge Move voll zu machen. Und nochmal einfach fabelhaft hinterher, bam, auch sehr effektiv, aber gleich fallen wir um. Ist aber nicht weiter tragisch. Wir haben sogar noch ein Schild. Und holen jetzt die Mammuts raus und knüppeln da drauf. Ihr seht, das hat auch schnell seinen Move voll. Ach, Eis muss man ja wieder so wischen. Einfach fabelhaft. Zack, es überlebt trotzdem. Kein Problem. Den Rest knüppeln wir so weg, hoffe ich. Nein, fall doch nicht um.
Und jetzt ist es schwerer als gedacht. Vielleicht hätte ich als zweites einfach ein Elektro-Pokémon nehmen sollen. Aber das dritte kommt ja noch. Vielleicht haben wir mit dem dritten ja Glück. Oh, ein Sherox. Wo ist das Dragoran, Junge? Nimm Dragoran, ich sag's dir. Nicht sehr effektiv. Ich glaube, das war's für uns. Gleich sind wir weg. Ja, das bringt mir auch nicht viel. So, nochmal nicht sehr effektiv. Ihr seht, dass das nichts wird. Die Attacke können wir abwehren. Wir können unsere noch einmal einsetzen. Also es könnte knapp werden. Obwohl wir natürlich nicht sehr effektiv sind und die Auswahl doof ist. Aber mit ein bisschen Glück schaffen wir es vielleicht trotzdem noch. Wenn nicht, würde ich dann Feuer hinten reinnehmen. Als zweites Blitz und als erstes halt Gestein. Dann müsste das trotzdem gehen. Und Alter, das zieht einfach mal überhaupt nichts ab. Komm, noch einmal, nein! Es ist tot! Aber kein Problem, wir wissen jetzt Bescheid, was wir nehmen. Jetzt kennen wir wenigstens das Team und es ist nicht schlimm, wenn ihr einmal verliert. Dafür können wir es ja beim zweiten Mal besser machen. Also nehmen wir jetzt als erstes was, was schnell die Attacken rauslockt und effektiv ist. Ich nehme mal wieder Regirock. Als zweites nehme ich dann was Elektronisches. Da nehmen wir hier einfach mal das Zapdos. Obwohl Zapdos wird nirgendwo aufgelistet. Ne, wir nehmen Raikou, weil Raikou wird immer aufgelistet. Und als letztes nehmen wir Feuer. Feuer gegen das Insekt. Obwohl Sherox, weiß ich nicht. Nehmen wir das 100er Raikou auf jeden Fall mit rein. Entei, meine ich. Probieren es jetzt einfach nochmal mit der Auswahl. Oh, und es ist schön, wenn man die ganze Zeit so gebückt steht. Das verursacht Haltungsschäden. Bruder. Komm, Steinkante. Eins. Ich kann machen, was ich will. Ich muss auch nicht gut treffen. Du wärst eh ab. Und gleich geht's weiter. Komm, die zweite kommt hinterher. Er macht wieder seine Attacke. Hat er ja das Recht dazu, darf er ja. Ich finde Regirock einfach cool. Guckt euch doch mal an, wie viele Augen der hat. Und die Augen bilden einfach mal ein Haar, wofür auch immer das steht. Wir haben es wieder geschafft, nochmal den Charge-Move durchzubringen. Und erst seine noch nicht zu machen hat, tun. Oh mein Gott. Es ist trotzdem tot. Und wir kommen und schaffen und können nichts. Schnell, mach den voll. Komm, einmal geht er durch. Der war doch schon tot. Oh, was ist mit meinem Wisch-Handy-Display-Zeugs? Es regnet heute nicht und sieht genauso verkackt aus. So. Die Tonne liegt im Müll. Und wir holen uns mal das Raikou. Ich glaube sogar Raikou müsste auch effektiv sein gegen Sherox. Ich will aber nichts Falsches sagen. Oh mein Gott, das mit dem Vision, also da blicke ich noch nicht durch, das habe ich noch nicht raus. Und jetzt sehr effektiv. Passt. Move ist auch voll. Komm jetzt aber hier nur mit dem Daumen. Und wieder verkackt. Ich schaffe diesen Dreckswechsel nicht darüber. Hä, das macht überhaupt nichts. Junge, stirb! Aber wir haben ja noch Entei und wir haben noch ein Schild. Und wir sehen, dass es nicht effektiv ist. Das steht ja, glaube ich, erst immer nur beim Charge-Wurf da. Was kriegen wir dann überhaupt? Sichlor, ja. Shiny Sichlor habe ich aber schon, zwei bräuchte ich gar nicht. Aber als Krypto-Shiny nimmt man das natürlich gerne mal mit. Ihr seht, das war doch kinderleicht, ne? Ohne große Probleme, am besten ich schneide einfach vorne den ersten Take raus. Denken alle, ich habe es beim ersten Mal geschafft. Vielleicht haben wir jetzt auch endlich mal einen Einhaltstein bekommen. Sechs Beleber und? Entweder habe ich jetzt verpasst, was es davor gab, oder gibt es nicht immer zwei Sachen? Oder war das jetzt drei und drei? Und ein Sichlor, wer hätte es gedacht? Leider kein Shiny.
fangen mal trotzdem noch ein. So. Und daneben. Eins. Zwei. Drei. Ist drin. Wunderbar. Habt ihr schon einen Shiny Sichler aus dem Rocket Stop bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir bewerten es nochmal kurz. Gut, Angriff auf 5, 11, 11. Nichts, könnte man theoretisch gleich wegschicken oder für die Aufgabe aufheben. Mit den 15 erlösten Pokémon ist aber Schwachsinn, weil 5000 Staub gibt ja wohl keiner aus. Aber Radfratz gibt es momentan nicht, deswegen müsst ihr Zubat jagen oder Hornio, dann habt ihr welche, die ihr mit 1000 erlösen könnt. Mit was kämpft ihr immer? Gegen Alo? Schreibt's mal in die Kommentare. Und ja, ihr habt sicherlich schon alle drei besiegt. Macht das Spaß? Macht das keinen Spaß? Ist das wieder mal was Neues, was sich bewährt und leistet und irgendwas erzählt auf jeden Fall noch. Das war's von meiner Seite aus. Ich glaube, ich ziehe jetzt weiter. Das können wir noch annehmen. 9. November, das seht ihr auch, wie alt das Video ist. Dürfte theoretisch einen Tag alt sein. Heute habe ich das andere mit dem Cliff hochgeladen und morgen kommt dann das mit dem Alo. Und dann suche ich morgen Sierra und die lade ich dann also übermorgen hoch. Aber übermorgen geht auch die Spezialforschung schon weiter, weil dann der 5. Tag ist. Da wird es wahrscheinlich wieder 2 Videos geben. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramsus.